Willkommen zu einem neuen Video auf Family Fun. Ich mache gerade Frühstück. Eier mit Tomaten oder Tomaten mit Eier. Man kann beides sagen. Ich war heute beim Arzt. Ich habe nämlich in der Früh gleich... Altai bringt eine Flasche. Heute ist Altai auch da. Heute ist Babane-Tag und er hat einen Stift in der Hand. Er malt gerade unsere Cartoons draußen an, zeige ich euch. Mein Fuß zeige ich euch auch. Ich habe hier so... Es tut hier einfach weh, wenn ich auf die Knie gehe, aber wirklich nur, wenn ich auf die Knie gehe. Und habe mir gedacht, irgendwas mit den Venen oder so, habe das mal abchecken lassen und ich habe einen Zink-Leim-Verband hinbekommen. Also von den Venen kommt es auf jeden Fall nicht. Hier liegen Kartons von unserem Hausflohmarkt, haben wir hier gemacht, so Garten. Da haben wir so Schilder gemacht mit Kartonen, wo Flohmarkt draufsteht. Und Altai malt das hier gerade so gern an. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ihm früher so Kartons rausgetan, mit so Stiften, dass er sich hier beschäftigt. Schaut mal, so schaut's aus. Und Bobbika hat er auch dabei, gell, Altai? Hallo, mach mal die Stifte zu, die trocknen aus, Maus. Muss man schon zumachen. Interessiert ihn gar nicht, gell? Jetzt setz dich halt drauf. Hä? Magst du fahren? Ja. Jetzt da, du kannst das schon. Hopp, hopp, hopp. Jetzt da. Ui, gut machst du das. Oh Gott. Ah, nicht im Rasen. Hier geht's besser, Maus. Im Rasen kann man mit dem schlecht fahren. Ja, rückwärts raus. Drehen, drehen. Komm, dreh. So, drehen. Und so weiterfahren. Tuff, 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 tuff. Tuff, tuff, tuff. Ja, tuff, 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 tuff. Ja, ja, ja. Und der Platz hier vom Pool ist jetzt Altais Fußballplatz geworden, weil da ja dieser Teppich liegt hier, der künstliche Rasen oder was man nennt. Da haben wir jetzt Tore aufgestellt für den Altai. Was ist? Soll ich mitspielen? Was ist da? Dein Auto. Komm, mach mal Tor. Altai kann Tor machen hier. Guck mal, so schön. Altai Back, komm, schieß mal. Schieß mal, komm. Ja, gut machst du das. Super. Was soll ich machen? Ach, den anderen Ball, den großen Ball will er auch noch haben. Der ist immer zu schwer für dich, Alter, ja. Guckst du? Oh, ja, toll. Jetzt sind wir bei Ikea. Click and Collect. Möbel abholen, die sind schon bereit. Und nehmen es gleich in die... Fährt sich da raus. Da ist angeblich eine Fenstertür. Wo man klick und klick. Ja, geh du schon mal raus. Ich hoffe schon, dass sie da hingeht. Dann sage ich, dass du rausgehst. Und Altai will hier nämlich spielen. Das heißt, einer muss bei Altai bleiben. Ilkay kommt auch gleich. Okay, gut. Dann heißt es, die Möbel in die neue Wohnung tragen. Was magst du da, Altai? Der da spielen will. Mach mal. Was ist das? Ui. Gut, das. Ui, ja, guck mal, das musst du hierher ziehen. So, dann machst du einen Schrank. Ja, dann setz dich halt hin. Er will immer alles alleine machen. Aber musst du lernen. Ich muss Kamera ausschalten. Schau mal, wie wir aussehen. So. Bunları birbirinden ayıracağınız mı? Yatak odası falan. Klar. Nereden biliyor? Da steht die Artikelnummer drauf. So, die letzten Möbelstücke noch. Ich bin so froh, dass wir hier einen Aufzug haben. Wir schmeißen alles in den Aufzug rein und dann geht es gleich hoch in die Wohnung. Da ist auch noch ein Teil. In meine Küche hat es heute ausgeschaut, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Und Ilkay hat nach dem Essen jetzt alles sauber gemacht. Picobello hier. Schaut mal, endlich mal sauber. Weil ich habe wirklich keine Zeit gehabt, viel aufzuräumen, wenn ich ehrlich bin, durch den ganzen Umzugsstress und heute Altai da war. Aber jetzt sauber. Die Umzugskartons sind ein Spielplatz für unsere Katzen geworden. Ihr zwei Süßen, hä? Die spielen mit allem. Das Klebeband ist so interessant. Deswegen sind die immer da oben. Ich hebe die Kartons auf und die schmeißen es immer wieder runter. Und der immer draufsteigt. Echt. Wer ist das? Bagheera oder Zazu? Bagheera, oder? Hallo? Schau mich mal an. Milay, welche ist das? Milay, wer ist das? Ja, die muss auch... Bagheera. Und das ist Zazu, genau. Die muss auch immer ins Gesicht schauen. Wir haben heute auch ein bisschen hier im Haus ausgeräumt. Jihans Zimmer, Balkon haben wir ausgeräumt. Und hier im Gang die ganzen Bilder abgehängt. Überall ist schon leer. Und
es gibt so ein Echo, wenn man hier drin redet, weil es auch leerer wird hier im Gang. Keller ist ja auch schon ausgeräumt. Hier habe ich gelbe Säcke, Tüte. Ja, Keller ist auch ready. Ja, hier schaut es noch dementsprechend aus. Ich habe jetzt die Kartons mal da gelassen, da sind Badsachen drin. Da tue ich noch vom Badeschrank was rein. Hier sind ein paar Sachen, die ich noch brauche. Ja, und das sind nur Wohnzimmersachen, da muss ich noch einen extra Karton machen. Meine Bücher, die gehören jetzt in mein Schlafzimmer, die tue ich in mein Schlafzimmer rein. Ja, so sieht's aus. Hier ist halt noch Chaos, muss ich ehrlich sagen, im Wohnzimmer. Weil man stellt auch vieles, wenn man so in die Hand nimmt, hier ab, weil es von hier dann rausgetragen wird. Mein Verband sieht so aus, der ist bis da oben. Weiß nicht, was das ist, das Weiße. Naja, egal, auf jeden Fall. Muss ich jetzt 3 Tage da dran bleiben. Muss ich aufpassen beim Duschen und so weiter, dass es auch nicht nass wird. Gell, Schnuckis? Schaut mal, ich hab Aua an meinem Fuß, gell? Naja, ich hoffe, es wird jetzt besser. Ansonsten muss ich jetzt mal einen Orthopäden aufsuchen. Und heute hatten wir Besuch. Ilona war da, Miles Oma. Meine Schwiegermama oder ich weiß nicht, was ich sagen soll, meine Ex-Schwiegermama oder ehemalige Schwiegermama, keine Ahnung. Aber ich muss ehrlich sagen, ich mag Ilona sehr, sehr gern. Ist auch Miles Oma. Ich möchte, dass sie sich sehen. Ich möchte auch nicht, dass der Kontakt abbricht. Und ich möchte auch nicht, dass der Kontakt zu mir abbricht, weil wir mit ihr immer noch super zurechtkommen und uns mögen. Also muss ich ehrlich dazu sagen. Nur, dass das hier mal gesagt wird. Weil sie kann ja gar nichts dafür, was zwischen uns war oder was der Robert gemacht hat oder was auch immer. Die Ilona schaut, hoffe ich, auch unsere Videos weiterhin an. Auch Danke sagen, dass sie da war und uns besucht hat und immer wieder gern. Wir mögen sie wirklich sehr, sehr gern. Ich hoffe, dass wir mal irgendwann nach Ungarn fahren mit dem Milay zu Ilona und bei ihr mal so ein paar Tage Urlaub machen. Und ich weiß, dass die Ilona da jetzt nicht so eine ist und sagt, jetzt ist sie nicht mehr meine Schwiegertochter und die sind getrennt und was weiß ich. Das glaube ich jetzt nicht, weil sie liebt ja Milay auch und ich habe ihr auch nichts angetan. Ich bin jetzt ins Thema reingerutscht, jetzt durch das Thema von Ilona, Besuch und so weiter. Ihr habt, hoffe ich, das Video auf Milays Welt gesehen. Wir haben das Video auf Milays Welt öffentlich gemacht, weil Milay einfach dieses Video machen wollte, weil es um ihren Vater geht. Ja, es ist zwar mein Ehemann gewesen, aber es ist auch ihr Vater. Und sie wollte das Video auf ihrem Kanal veröffentlichen. Ich verlinke es euch gerne nochmal in der Infobox, falls es jemand noch nicht gesehen hat und sagt, ich will speziell dieses Video sehen. Milay hat da bekannt gegeben, dass wir, Robert und ich, uns getrennt haben. Es kamen ja die letzten Monate so viele Fragen und warum, wieso, weshalb, wo ist der Robert und warum wird der nicht gezeigt und bla bla. Und wir wollten einfach vorher nichts bekannt geben, was wir eigentlich noch nicht wussten, was Sache ist, bis wir selber uns mal entschieden haben, in welche Richtungen wir gehen. Und Milay hat da in diesem Video so mal in den 5 Minuten alles schön so erklärt. Es gibt auch mehr nichts zu sagen, nicht mehr, was die Milay so erzählt hat. Vieles bleibt natürlich privat, ist unser Privatleben. Wir haben das Video öffentlich gemacht, weil wir gedacht haben, ihr habt auch das Recht zu wissen, was überhaupt jetzt gerade Sache ist, weil der Kanal ist ja voll mit Videos von Robert. Ist ja klar, und auf einmal ist er nicht mehr da und es wird nicht über Robert geredet. Und es wäre reinste Schmarrn gewesen, euch das vorzuenthalten und zu sagen, irgendwo der Robert ist im Hintergrund. Das geht gar nicht. Sowas können wir gar nicht machen. Unser Leben geht ohne Robert weiter. Es sollte so sein, es ist so passiert. Aber wir sind total glücklich mit unserem Leben. Es geht alles schön weiter. Wir ziehen um und Family Fun wird weitergeben. Die Videos auf Family Fun mit Robert werden weiter bleiben, weil ich möchte als Ehefrau 16 Jahre meines Lebens oder 16 Jahre meiner Tochter nicht wegschmeißen. Wenn ich die Videos lösche, wird es jetzt auch nicht anders. Die 16 Jahre haben wir gelebt. Wir haben auch sehr schöne Zeiten gehabt. Und diese Videos, die werden drin bleiben. Wir waren zusammen, wir haben ein Leben gehabt. Wir waren Family Fun zusammen und der Robert ist jetzt nicht mehr da. Gian, ich, Milay, wir werden weiter Family Fun bleiben und irgendwann ist der Gian weg, aber trotzdem werden wir wieder Milay und ich Family Fun bleiben. Ja, ist halt so. Der Kanal heißt einfach mal Family Fun und wir sind ja auch eine Familie. Eine kleinere jetzt, eine Person weniger. Ich möchte einfach nur bitte, dass ihr in den Kommentaren auch ein bisschen Rücksicht nimmt auf mich, auf Milay und auf andere, weil wir sind nicht die Ersten, die sich trennen auf der Welt. Es ist nun mal so, irgendwann gehen die Wege auseinander. So ist es bei uns auch.
Wie gesagt, den Grund habt ihr bestimmt in dem Video schon gesehen oder warum, wieso, weshalb auf Milays Welt. Oder wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut gerne da mal rein. Das wollte ich eigentlich heute noch sagen. Bei uns geht der Umzug im vollen Gang weiter. Ich hoffe, dass wir Ende des Monats schaffen, in die Wohnung einzuziehen. Wir müssen es schaffen, weil wir müssen am 30. Mai hier raus und Schlüsselübergabe und ein neues Leben in der neuen Wohnung. Ja, meine Lieben. Aber bleibt bitte an unseren Videos dran. Ich mache die Videos, wenn Milay zu tun hat oder Milay hat ja auch Schule, die wird ja auch älter. Oder Milay ist mit dabei. Wir machen wieder Vlogs, wir reisen wieder. Vielleicht machen wir auch wieder Challenges und so weiter. Und so geht es dann bei uns weiter. Also, danke fürs Zuschauen. Abonniert gerne unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Und das Video liken, meine Lieben. Tschüss.